Willkommen zum letzten Tag mit Deep Blue Ends für Higher Deck. Im letzten Part haben wir es umgebaut und jetzt schauen wir mal, wie es läuft. Yu-Gi-Oh! Ja. Und wir gehen Second, das ist kein optimaler Start. Aber hey, wir haben mehr als einen Furhai auf der Hand. Ah. Das war überraschend wenig. So, dann fangen wir mal mit Bravo, I guess. Nee, erst Ziel, dann Bravo. Macht mehr Sinn, dann bufft der alle, weil wir können ja angreifen. Wie viel Schaden ist denn das eigentlich? Das ist eine Menge. Vor allem, wenn wir noch Lucky Furhai haben. Ja, wir können ja nee, warte, wenn, für wenn, wenn, kaputt machen, für Wenn wir einen Gegner haben, der kein ungeduldiger Vollidiot ist, dann könnten wir Bravo normeln. Dann den Effekt benutzen. Nee, genau. Dann normeln wir Bravo. Oder wird das Effekt negiert von dem, was er holt? Nee, genau, dann normeln wir Bravo. Aktivieren den Effekt nicht. Aktivieren Rookie, holen Beat aus dem Deck. Beat aktiviert sich, holt Ziel, sucht was. Ziel holt was, kommt, das aktiviert Ziel, nimmt den Bravo zurück, der gekommen ist, er aktiviert sich, holt den Bravo, Bravo holt den Rafale und wir haben Kill. Mhm. Also hätte ich jetzt gesagt. Gut, wie jeder andere Furhire-Kombi stirbt die am ersten Wähler, aber... Ist halt so. Einen Tod musst halt sterben. Alternative ist halt das zurückhaltende Play, wo man das nicht macht, sondern einfach nur die drei aus der Hand holt und sich den Rookie auf der Hand behält, um einen Wailer dodgen zu können, falls er kommen sollte. Amatia. Wir dürfen anfangen. Ja, das ist ein Blatt, I guess. Dürfen wir? Wir dürfen. Doch wieder eins. Wir dürfen. Ja. Bin gerade auch überrascht. Da können wir direkt eine Rafale holen. Wir haben keine sinnvolle Alternative. Weil ein zweiter von denen hier macht nicht wirklich was. Ja. Haben wir halt keine Summon vom Friedhof. Macht es nicht mehr Sinn, jetzt in einen kleinen zu gehen, der dann den nächsten Philo holt und dann gehen wir in Folgo? Dann haben wir den Rafal. Okay, wir müssen den Rafal mit Folgo holen, meinst du? Ja. Ja, würde auch gehen. Dann machen wir das. Okay, dann holst du einen Donpa. Genau. Dann Donpa bitte nicht aktivieren. Einer der beiden Philos muss halt jetzt liegen bleiben. Ja, sei es drum. Also muss ja sowieso, ja, weil... Ja, wir müssen ja verschiedene Typen nehmen, ja. Genau. So. So. Dann, ja. Chainlink 1, der da. Chainlink 2, Philo. Und dann kommt, keine Ahnung, Beat zurück, I guess. Das ist am eher den Effekt raus, also. Ja, wir hätten statt Donpa Seal holen müssen. Dass wir noch den Adback kriegen an dieser Stelle. Ja. So, Rafale bitte. Dann einmal Deck flippen.
Ziel. I guess. Mhm. Müssten wir jetzt mit Folge und nicht Karten ziehen dürfen? So, dafür müsst ihr Gegnerkarten kontrollieren. Ah. Dann holen wir jetzt einfach noch einen. Ja gut, wir haben ja gleich einen DP auf dem Feld und dann können wir, genau, dann können wir drei Karten ziehen. Ja, passt. Da wir noch genug Fairhires auf dem Feld haben, können wir sogar drei Karten ziehen dann. So, und go. Passt. So, dann haben wir den Negate von Rafale und wir haben den DPE-Schuss. Und wir ziehen unter Umständen leider was nach. Und wir haben die Ash. Okay, wir haben keine Ash. Okay, jetzt am besten als erstes irgendwas, was wir zerstören wollen, damit wir den Vollgo-Draw haben, bevor irgendwas... Okay, wir machen ein Reasoning. Wahrscheinlich Infernoid, oder? Oder worauf? Ja. Sag mal einfach ja, eins. Wir setzen blind einfach Infernoid. Ja, Infernoid. Ha, da ist eine 1. Mann, sind wir gut. Sogar ziemlich weit oben. Ja, das war einer, ne? Was kannst du? Kann man rausfinden. Ja, den schießt man einfach direkt kaputt. Der geht kaputt. Ja. Dann haben wir auch direkt den Vollgo-Träger. Was ist uns ja, wichtiger? Erst gehen und dann DPE. Ja, die Chance auf eine Ash ist größer als auf eine Bell. Ja, und Dave kann eh immer kommen. Ja, da ist das Dave. Hi. 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 Den können wir negieren. Nein. Den Effekt braucht er nicht. Dann behalten wir Seal, I guess. Ja, weil Seal kann Bravo wieder zurücknehmen. Außer jetzt wird sie noch ein Feuerhaier. Beziehungsweise, nee, Quatsch, wir können einfach den nächsten Folge holen mit den drei Dudes hier. Oder er surrendert einfach. Ja, man muss den Gegner nur mit den Gates zuscheißen, schon macht er nichts mehr. Gut, er hat auch ein bisschen Pech, dass der Dekadron so weit oben war, wo er nur noch zwei im Deck hatte. Naja, passiert. Guildmarm. Wiederschere. Ich meine, das ist eine Anaconda. Was sagt Beat? Es muss ein anderer Fur-Heil gespecialt werden, damit er was wundert, ne? Korrekt. Ja. Oh, warum? Dann Anaconda. Also jetzt hatten wir zweimal das Mayhem auf der Bratzen und beide Male war es scheiße. Ja, weil wir halt jedes Mal sonst nichts hatten. Ja, und? So gesehen war der Beat auch scheiße, weil er auch nichts machen konnte. Ja. Aber das Mayhem hätte ein Fur-Heil-Monster sein können, hätte der Beat was gemacht. Zum Beispiel. Nicht ganz. Wir haben ja bei unserer Rechnung nicht. Ja, ja, der wäre sonst. Das Ding wäre sonst eine Handtrap gewesen. Eben. Oder so. Ich meine, wir haben das beste Monster im Spiel draußen. Also, und jetzt haben wir garantiert Kombi, sobald wir irgendeinen Fur-Heier nachziehen. Und wie gesagt, also wir haben DPE, Wailer und Ash, also. Irgendwann wird sich damit ja wohl machen lassen. Was hat der nochmal gemacht? Soll man einfach direkt kaputt schießen? Ja. Okay.
Okay, sich selber oder Anaconda? Sich selber. Weil, wenn er sich nicht selber wegschießt und der Typ hat noch Extender, besteht die Gefahr, dass er Dweller baut und dann. Was ist das denn? Ja, Ash. Nein! Ash, sowas von Ash. Holy shit, die Karte ist gut. Besteht die Gefahr, dass er quasi Dweller baut und ihn dann kaputt macht. Dann haben wir ihn nicht mehr. Das will ja keiner. Hi. Was kann der jetzt? Also nein, nicht Hi, Rochen, aber ja. Der macht noch gar nichts. Okay, der greift einfach nur an. Ja, das ist okay. Au. Jo, ist okay. So, irgendein Furheier, bitte. Danke. Ah, lol. Ups, falscher Knopf. Ah, das ist immer die blöde Dasher. Warte, das kriegen wir hin. Ja. Zum Glück ist das ein Quickplay. Was ist das, was du... Na komm, ein Dev. Außerdem war das natürlich alles geplant, weil das ist ja alles noch Drawfest, das heißt, er kann uns nicht drollen. Richtig. Wir kriegen das aber nicht so gemogelt, dass wir einen zweiten Search kriegen als einfach Rafale jetzt. Wir kriegen weder Donpa noch Beat in irgendwas weggelinkt. Zumindest nichts Sinnvolles. Lass einfach Rafale gehen. Ja. Und wenn der dann noch was ausbuddelt, dann können wir ja immer noch weitermachen, weil die haben ja beide noch den Effekt. So, jetzt der Effekt, den ich machen wollte. Ja. So, klar, wenn Rafale noch einen Furheier findet, geht's ja direkt weiter. So, nein, bitte nicht. 3 Summons, by the way. 4 Summons. Wir haben noch nicht genormelt. So, nein. Ja, ja, 4 Summons. Ja, Droll. Ja, Droll. Wir können was... Bums. Ja. Die Alternative wäre, den Droll zu normeln, um dann Folgo zu bauen und dann 3 Karten zu ziehen. Haben wir mit Folgo dann überhaupt die Requirements für 3 Karten? Ja, weil Folgo ja noch einen Idioten aus dem Deck angelt. Ah, stimmt, mit dem ist dann genug. Er hat nur 2 Karten auf der Hand. Ja, ich würde hier wahrscheinlich in eine IP gehen. Oder? IP wäre auch eine Idee. Ja. Lass einfach IP. Ja, machen. ich meine, den Rafale. Der Rafale hat auch keinen Effekt. Eben, den Rafale Negate kriegen wir so und so nicht live, also einfach IP. Ja. Aber wir lassen Rafale natürlich auf dem Feld liegen, weil böse angucken. Richtig. Er ist dann nur Link vor dafür IP, aber hallo Nibir. Beide wäre die 5. Summon. Ja. Deswegen hatte ich die Summons mitgezählt. Ja, dann. Ballert sich mal. Ja, ist egal, ist wurscht, Hauptsache ballert sich selber kaputt. Warte, wir kriegen das Token, das heißt, es macht mehr Sinn, wenn die kaputt geht. Ja. Das ist Token, größerer Stock. Ja. Go. Okay, aber wenn das ein Nibiru war, dann kann er sonst nicht viel haben. Das ist richtig. Hi. Was kommt das jetzt schon wieder? Oh, interesting. Whatever. Okay, der macht nichts auf dem Feld. Frag mich, warum er das gemacht hat. Der will in den Friedhof linken kann. Welchen Grund hätte es... Ja, die darf er dann ins Deck shuffeln, okay. Dann hat er die im Deck. Ich shuffle das nur ins Deck, der zieht nicht mal eine Karte.
Nee, nee, aber warum das so rum machen und nicht einfach erstmal Battleface gehen und den DPE forcen? Bevor wir da irgendwie, keine Ahnung, Blödsinn machen können. Weiß ich nicht. Vielleicht hat es irgendwas an seiner letzten Handkarte zu tun. Außer er wollte, dass sie mit DPE sein Viech kaputt machen. Keine Ahnung. Kann auch sein. Ja, er darf die ins Deck mischen. Nicht, dass wir was dagegen unternehmen könnten. Mhm. Ja. Jo. Ja, zünden wir ihn halt. Da kann er meinetwegen seinen Almirage anketten. Jo, macht er. Ja, dann ballern wir natürlich trotzdem auf Nibiru. Ja, klar. Na, dann machst du halt das Token kaputt, meinetwegen. Dann kommt er halt im nächsten Zug wieder. Das ist ja. Ja. Der Nibiru ist ja kein Threat oder so, der hat ja nur Attack. Und wir haben ein Token, was den Effekt was die Attacke abfängt. Was er netterweise sogar einen Death geholt hat. Sparen wir sogar 200 Lebenspunkte. Mhm. Okay, noch ein Fürhaier und der macht was. Ja, einfach kaputt schießen. Warte, wenn wir den jetzt 100 angreifen, macht er 1900 Schaden. Und der hat nicht mehr viel HP. Es ist trotzdem nicht Kill. Ja. Ich würd einfach den Nibiru kaputt machen. Weil die Sache ist ja, dass er quasi, also wenn wir jetzt den, wir aktivieren den natürlich, wenn wir jetzt Bravo normeln und den dann für 1,9 hauen, dann ist er nächste Runde wahrscheinlich tot, wenn er den Bravo nicht abräumen kann. Aber wenn wir jetzt einfach den Turn passen, er dann nächste Runde auch wieder ein Monster holt, wir das mit DPE kaputt machen und der DPE dann in unserem Zug wiederkommt und wir dann Bravo normeln, haben wir immer noch Kill. Also wir beschleunigen die Glocke nicht, indem wir den Bravo normeln. Ja, das ist richtig. Oh. Ist, worauf ich hinaus möchte. Was machst du? Der kommt wieder. Den hat er. Okay, ja, der kam einfach genau wieder, das war's. Achso, angeln darf er nur, wenn er eine normalt, okay. Ja. Okay, und ein Xyz-Monster, das mit ihm gebaut wurde... Kann nicht durch Kampf zerstört werden. Battleface? Mhm. Ja, darf er gerne reingehen. Der darf auch in Main 2 gehen. Der darf sogar in die Endphase gehen, aber wir würden dann in der Endphase mal... Vielleicht hat er gedacht, wenn wir Man of Mainphase sehen, zucken wir und machen den Phoenix Enforcer, aber nee, der kann ja auch in der Endphase noch, also... Ja. So. Jetzt machen wir ihn. Ja, okay. Okay. Fürhaja. Mhm. Deckbewertung. So, da sind wir. Das war das ursprüngliche Deck und das hier haben wir draus gemacht. Ja, in den Kommentaren vom ersten Video hat schon jemand gesagt, und wir haben es auch schon Mittwoch gesagt, warum? Diese Combo macht keinen Sinn. Ich meine, so broken die Brave Token Engine auch ist, nicht in Fürhaja. Ja, nachdem wir das dann ja eruiert haben, haben wir dann pures Fürhaja gebaut, was jetzt irgendwie auch ziemlich DPE-Control-mäßig gespielt hat. Wahrscheinlich muss man noch mehr Fürhajas reintun, wenn man wirklich Fürhaja spielen möchte. Ja, weil ich meine, du musst halt wirklich viele Fürhaja auf der Starthand haben. Ja. Also wahrscheinlich muss man noch mehr Handtraps cutten und noch mehr Fürhajas spielen. Was ein bisschen schade ist, aber hilft ja nichts. Ja. Aber du brauchst halt wirklich viele von denen auf der Starthand. Ich meine, klar, zwei ist der Anaconda in du DPE, aber das können auch andere Decks. Ja. Aber mehr kann man dazu auch nicht sagen. Gut, Side-Deck natürlich, wir haben jetzt den Nemesis reingetan, aber der Rest müsste man auch mal sich genau drüber angucken. Yep. Ansonsten kriegt dieses Deck hier mal 9 Punkte, weil, wie gesagt, die Kombi macht keinen Sinn. Das ist einfach nur Adventurer Token DPE mit anderen Karten, die du nicht benutzen kannst in den meisten Fällen. Yep. Das ist halt nicht mal nur zwei parallele Kombis. Die Kombis schließen sich aus. Also die Engines. Leider.
Und deswegen, ja, wie gesagt, 9 Punkte hierfür. Und man sieht sich nächste Woche wieder bei noch einer Deckbewertung. Bis dahin. Ciao.